Hallo, mein Name ist Daniel Gärtner. Ich bin promovierter Sportwissenschaftler und arbeite als Dozent an der Technischen Universität in München. Nebenberuflich bin ich Fitnesstrainer, Ausbilder und Coach. In dieser Videoreihe stelle ich euch verschiedene Fitnessprodukte der Firma Kwon vor, mit entsprechenden Übungen, die ihr ganz einfach in euer eigenes Training einbauen könnt. Wer kennt ihn nicht, den Tausendsasser aus dem Schulsport? Aber nicht nur im Schulsport kann man den verwenden, sondern mit tausend verschiedenen Übungen im Functional Training ist sein Einsatz unendlich. Und ein paar Übungen speziell für Kampfsportler, um die Körpermitte, die Explosivkraft und die allgemeine Spannung zu stärken, die schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Gleichgewichtsfähigkeit, Propriozeption, das heißt einfach so das Einstellen, das Finden des natürlichen Gleichgewichts. Und es ist ja besonders im Kampfsport immer wieder wichtig, gerade wenn man irgendwo vom Gegner weggedrängt wird, gilt es natürlich, ein gutes Gleichgewichtsvermögen zu haben. Wir starten zunächst mit einer ganz einfachen Übung, und zwar halten wir einen Stütz, einmal im Unterarmstütz und einmal im Liegestütz, nur auf dem Ball und versuchen hier nicht runterzufallen. Bauch anspannen, und dabei können wir uns ein bisschen an einem Turner orientieren. Der Turner nimmt die sogenannte Schiffchenstellung ein. Das bedeutet, das Becken etwas nach hinten klappen, den Bauch anspannen. Man kann sich vielleicht vorstellen, das Brustbein in Richtung Schambein zu ziehen. Und dabei entsteht so eine ganz, ganz leichte Rückenrundung, und die versuchen wir immer aufrecht zu erhalten, um die Bandscheiben zu schonen. Wir starten mit der Plank, mit dem Unterarmstütz vorlinks auf dem Medizinball. Varianten, die man hier durchführen kann, ist zum Beispiel ein Bein anzuheben. Eine weitere Variante ist der Unterarmstütz einarmig. Hierfür müsst ihr mit dem Unterarm ein bisschen in die Mitte wandern, weil ansonsten dann doch die Rotation ein bisschen zu extrem wird und ihr das Gleichgewicht nicht mehr gut halten könnt. Weitere Alternativen sind, die Beine ein bisschen mehr anzuwinkeln, die Hüfte zu beugen und das Gesäß nach oben zu strecken. Und dadurch steigt wiederum der Anspruch auf die Schultermuskulatur. Und ein paar Varianten hier zeige ich euch gleich. Eine Pause. Die nächste Übung ist der sogenannte Russian Twist. Dazu schweben die Beine ungefähr 5 bis 10 cm über dem Boden. Die Knie sind ein bisschen angewinkelt, aber ganz wichtig ist, der Rücken bleibt gerade. Wichtig ist in der Position, dass man das Becken ein bisschen nach vorne schiebt. Und jetzt geht es darum, ganz explosiv zu arbeiten. Versucht mal aus der Position, den Medizinball jeweils immer links und rechts auf den Boden zu schleudern, so fest ihr könnt. Wahlweise mit gestrecktem Rücken gerade. Der Medizinball ist optimal geeignet, um die Explosivkraft zu trainieren. Aus der Leichtathletik können wir uns da ein bisschen was abschauen. Die Leichtathleten, die werfen den Ball immer so schnellkräftig wie möglich gegen die Wand. Und das kann man zum Beispiel imitieren. Zum Beispiel für eine typische Punch-Bewegung hat man genau die gleiche Bewegung.
Wir starten zunächst mit beidarmigen Stoßen, dann einarmig, dann von der Seite und dann sogar aus einer Crunch-Position. Wichtig ist, stabiler Stand. Nehmt den Körper so ein bisschen gebeugt in den Ausfallschritt und versucht euren Bauch immer angespannt zu halten. Einarmig, der typische Jab oder Punch. Oder auch für die seitliche Bauchmuskulatur und die komplette Bauchmuskelkette. Der Wurf seitwärts an die Wand. Oder auch typisch, ja, der Crunch bzw. der Sit-Up mit Schwung gegen die Wand. So Leute, das waren ein paar Übungen mit dem Medizinball. Ihr seht, man kann 1000 verschiedene Übungen machen. Man muss immer ein bisschen kreativ sein. Aber der Vorteil ist, dass wir durch diesen runden Ball immer einen großen Anspruch haben hinsichtlich des koordinativen Trainings. Also Propriozeption, Sensomotorik, Gleichgewicht. Und das in der Kombination mit Kraft und Ausdauer ist wirklich das optimale Training für einen fitten und ganzheitlichen Athleten. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel.